Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel Welpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir Jin Ichimaru, oder auch Bryce, wie er sich in diesem Spiel nennt, hier erledigt. Und ja, wir sind immer noch auf der Suche. Wir haben das Window-Wappen abgegeben, was er gestohlen hat, ja. Glaube ich. Und wir sind jetzt auf dem Weg, die Window-Militärgeschichten zu finden. Hier, die Dinger. Na? In dem Quest dieses vom Rückweg von Land hat jemand diese Dinger verloren anscheinend. Deswegen laufen wir jetzt mal vom Barona nach Land raus und gucken, ob wir irgendwie was finden. Und schon mal vorher weg, falls ihr irgendwie Story-Fortschritt hier sehen wollt, dann schaltet besser ab. Weil ich glaube nicht, dass wir in diesem Part und vielleicht auch nicht in den nächsten Part noch an der Story ein bisschen weiter herannagen werden. Deswegen, ja, falls ihr die Story sehen wollt, wie sie weitergeht, dann schaltet ab. So, nachdem das erklärt ist, gucken wir uns jetzt mal überall peinlichst um, ob ich irgendwo diese Militärgeschichten finden kann. Ich habe übrigens hier wieder das Buch reingepackt, womit ich schnell laufen kann. Oh geil, her damit. Wusch, ich werfe weg. So, ich weiß noch ganz genau, dass ich Probleme hatte, das scheiß Dingen beim ersten Mal zu finden. Deswegen, ja, kann ich nicht garantieren, ob wir es schon in diesem Part hier finden werden. Aber ich werde mich überall gut umsehen. Und dann werden wir es ja wohl auch nicht auffinden. Kann ja nur hier zwischen Barona und Land irgendwo sein. Hey, gibt ja auch mich. Gibt auch. Nee, wo? Ja, du mich auch. Tut mir leid, weil ich hier nicht alles vorlese, was die Leute hier sagen. Aber das ist sowieso hier nur so Standard Rollenspiel Zeugs. Ja, ich kann reden, ich bin eine Person. Ich sag irgendwas. I am Error. Von wo war nochmal? Castlevania? So. Hey, da ist die Mikaland Crew. Hey, Entdeckung. Milch, geil. So. Irgendwo muss das Buch doch irgendwo sein. Vielleicht hier? Nein. Kann ja auch sein. Vielleicht ist es ja irgendwie so was, hier so was Glänzendes. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber vielleicht sind wir auch schon in Land. Also muss ich das da mal irgendwann mehr finden. Finde ich halt gut, dass ich so schnell laufen kann. Habe ich früher nie benutzt. Das ist voll nützlich. So ein Rennwagen, so ein weißer Porsche hier. Der Espeland Extreme, oder wie die genau heißen. Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Magische Katar, Stans Katar. Das Schwert hat gesprochen. Magische Katar Nummer 1 habe ich gerade gesehen. Okay, wir haben schon mal eine Katar gefunden. Das ist auch gut. Aber das suche ich nicht. Ich suche ein verdammtes Buch. Na, ah, da ist es, glaube ich. Du hast ein Buch, das muss das Buch sein. Oh Gott. Oh, hallo. Seid ihr alle zusammen auf einer Reise? Auf einer Reise? Nein, heute nicht. Ich möchte euch nicht belästigen, aber ich konnte euer Buch nicht übersehen. Wie bitte? Dieses hier? Oh, das habe ich. Das gehört mir nicht. Ich habe es nur hier gefunden und wollte einen Blick hineinwerfen. Es heißt Militärgeschichten von Windor. Hey, das ist doch das Lehrbuch, das wir in der Ritterakademie benutzt haben. Oha, ein Kadett. Oder wird man heute in diesem jungen Alter schon zum Ritter? Nein, nicht ganz. Ich habe mich zwar sehr bemüht, aber... Moment, seid ihr? Ah, du hast mich also doch nicht erkannt, Melly. Also doch noch erkannt, Melly. Melly? Könntet ihr mich bitte nicht so nennen, Sir? Ihr kennt diesen Mann, Hauptmann? Er war einmal der leitende Ausbilder der Ritterakademie. Er hat mir in meiner Anfängen als Lehrer geholfen. Wirklich? Hehe, und vergiss das nicht, Kleiner. Für einen so alten Herrn ist er noch sehr agil. Wie überaus gütig von euch, das zu bemerken. Was tut ihr an diesem Ort, Sir? Ich habe gehört, ihr werdet schon vor einiger Zeit auf eine lange Reise aufgebrochen. Ja, das stimmt. Dass wir uns hier getroffen, ist nur ein glücklicher Zufall. Also, wieso habt ihr ihn Melly genannt? Erstmal, ich glaube nicht, dass wir... Oh, diesen Spitznamen bekamen wir, nachdem er Lehrer wurde.
Also ich habe doch nur diesen einzigen kleinen Fehler gemacht. Hui, er behandelt den Hauptmann wie ein kleines Kind. Wisst ihr? Ach, schon gut. Es ist schwierig, vor den eigenen Schülern cool dazustehen, oder? Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie er damals wohl gewesen sein müsste, Hauptmann. Also, wie waren eure Noten? Was ist Melly? So still auf einmal. Ich kann mich nicht daran erinnern. Oh, aber ich weiß es noch. Melly hat den ganzen gewöhnlichen Zirkus nicht mitgemacht. Er ist gleich Ausbilder geworden. Moment, er hat die Akademie nie abgeschlossen? Geht das überhaupt? Unter bestimmten Umständen ja. Melly glänzte immer schon in der Kunst des Kampfes, aber nun ja, sagen wir, dass er mit Erfahrungen allein keine Anstellung als Ausbilder erhalten hätte. Wie war das noch, Melly? Wie bist du Ausbilder geworden? Eure Tochter hat mich empfohlen, das wisst ihr genau. Können wir die öffentliche Demütigung jetzt beenden? Ihr wisst, wie ungern ich über diese Vergangenheit spreche. Ich gehe, tschüss. Hauptmann, wartet! Hehe, dieser kleine Lausebengel ist schon immer weggerannt, wenn ihm das Thema nicht gepasst hat. Was meint ihr damit? Ich meine meine Tochter, sie hat damals große Stücke auf ihn gehalten, bis er sie verlassen hat. Weil sie hat schon immer Frauenherzen gebrochen, wenn auch meistens nicht mit Absicht. Ich wette, er hat sich kein bisschen geändert. Tja, ich muss einmal wieder... Ach, aber zuerst würde ich dir gerne dies hier geben. Ich glaube, es gehört einem Kadetten. Also bring es unbedingt zurück, in Ordnung? Wieso hat Pascal die ganze Zeit da gestanden, der überhaupt nichts zu sagen, oder? Silberner Adonis, bitte was? Adonis! Er ist auch in Reifenalter noch attraktiv, so nennt man einen gut aussehenden Miet-40er. Ja. Machen wir den Adonis. So, dann hätten wir das erledigt. Das ist schon doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. So, dann können wir jetzt noch ein paar Quest-Objekte abgeben. Und mehr wird in diesem Part auch nicht mehr passieren. Ich glaube nicht, dass irgendwie noch mal so eine Dialog-Quest hier mit Cutscene oder so kommen wird. Mit einem der anderen Gegenstände, die ich finden muss. Oh, da liegt was, geh weg. Kernstaub! Ich tue die Dinger nie offscreen aufsammeln, deswegen muss ich jetzt hier jede Gelegenheit immer im Schopf packen. Ich irgendwas glitzern, das am Boden sehe. Egal, gehen wir nach Land. Da haben wir, glaube ich, auch noch ein paar Sachen überlegen können. Blumen kann man, glaube ich, auch noch einpflanzen. Ein paar Samen. Von Sophie. Glaube ich. So. Das war mit Saladen. Und ein Stempel. Wir kaufen mal ein Eisenschwert, weil wir ganz mal haben. Und hier vom Kopf war auch mal alles. Ich habe von allen irgendwie was habe. Weiß ja nie, wann man das wieder gebrauchen kann. Und dann gehen wir erstmal die Quest abgeben. Immer hat noch niemand hier im Brunnen repariert. Was soll das denn? So. Ups, oder falscher. Der Moment. So, Fehlabzeichen 3120. Jo. Wow, alle bei 4. Was? Schubling, Flügelschlag. Boah. Nehmen wir das hier einfach. Jo. Jo. Keine Ahnung. Nur mal, wenig hat. Jo. 11 Schubling, ja. 11 Schubpflegen, ja. 11 Schubpflegen, mein Gott. 11 Schubpflegen, 11 Schubpflegen. Das ist voll der Zungenbrecher für mich. Dann können wir noch mal ein paar Samen einpflanzen. Oh, starke Knochen, die brauchen wir, glaube ich, auch irgendwas. Dann wollen wir mal diesen Nephrium-Samen einsetzen. Imperium, in der Sprache der Blumen bedeutet das Vergesslichkeit und Schlaf. Was ist denn die Sprache der Blumen? Sophie hat etwas Cooles, war ein Blumenbeeret vergraben. Magische Katar Nummer 24, Judas Katar. Noch ein Albtraum. Juppie, hey. Cool. Ich finde noch ein paar Karten. Meistens aus Tales of Destiny oder Destiny 2. Wenn ich mich nicht irre. Dann wollen wir mal diesen Blutrosensamen einsetzen.
Sie erinnern mich an einen geldgierigen Dieb. Anspielung. Haben wir noch mehr? Ich habe eine Chemie-Sicker. Dann wollen wir mal diesen Feuerkolbensamen einsetzen. Sie scheinen Käfer anzulocken. Warum pflanzen wir ihn dann ein? Hallo, willst du das Blumenbeet kaputt machen? Wir müssen irgendwo welche auftreiben. Okay. Dann lasse ich mal die Dinger wachsen. Verdammt. Ich dachte, er würde klappen. Peinlich. Okay, dann. Weiß ich nicht. Ist jetzt in Land schon wieder eine neue gekommen? Nö. Verona, ja. Verona müssen wir die Dinger abgeben. Dann müssen wir wieder nach Verona. Ah. Warte mal. Wir können auch von hier aus nach Grailside und von da aus nach Verona. Ja, das können wir machen. Okay, dann gehen wir. Dann müssen wir trotzdem zu Transport. Ah. Dann gehen wir erst nach Grailside. Geben da hier die Quest ab. Auch wenn es kein Schwein interessiert, der dieses Video anguckt. Aber ich habe ja schon alle vorgewarnt am Anfang. Nein, hier wird nichts Story-Relevanz passieren. Hier wird einfach nur sinnloses Zeug. Hier wird einfach nur zeigt, was passiert, wenn ich aufnehme. Was irgendwie der Sinn eines Let's Plays ist. So, ich möchte hier. Ich möchte Zeugs abgeben für meine Quest. Für Ruhm und Reichtum. Meistertonikum C. So, du hast hier was. Hitzeresistenz. Physischer Angriff, mein Gott. Halt, hier ist was. Jo. Klingt schon mal besser. So, warte mal hier. Wurfklingen, Ass, Werkzeit runter. Physische Verteidigung, ja. Ja. Jo. Nein. Bestienberster. Jo. Ja, mal das. So, weiter. Wir haben noch keine Zeit. Müssen wir wieder weg. Jetzt können wir von hier aus nach Verona, glaube ich. Ja. Wahlbrück? Von Wahlbrück können wir aus nach Verona. Ja, was war das? So, Verona, Unterstadt. Ja, so machen die Experten das. So tun Experten sinnlos Zeit verschwenden. Okay. Dann los. Hi. Ich möchte Ruhm und Ehre haben. Zum Mitnehmen bitte. Dann nehmen wir erstmal das hier, Giftfrucht. Und Bestienbester gelernt. Ja. So, wieder Titel wechseln. Das werdet ihr noch einige Mal sehen, nehme ich an. Ahahaha, nee. Obwohl. Kostet nicht viel. Okay. Ruhm und Ehre. Gut. Alles nach Plan. Exactly as planned. Ah, mein Gott, bei Espel wird das schwierig langsam. Ja, nimm einfach das Tier. Du brauchst immer noch das Tier und du brauchst. Das hier brauchst, aber. Brauchst du alles Widerstand. Du bist ein verdammter Glaskämpfer hier. Ja, physische Verteidigung. Ja, ja. Weiter zur nächsten Taverne. Ja, mehr wird hier nicht passieren. So, Aurail, da haben wir Hamburger und Curry. Curry haben wir nicht, aber Schweinscurry haben wir. Was ist das denn? So, dann muss ich mal gucken. Ich möchte mal zum Hafen. Das ist schon mal gut. Schon mal gut. Kann ich auch. Ich weiß nicht mehr.
Nordbarona Straße, Landstraße, Südbarona. Mein Gott, wo komme ich denn jetzt hin? Das ist falsch. Wo bin ich hier? Na super. Also ich kann nur noch. Oh, der Hafen ist verlinkt. Ich muss schon wieder mit dem Schiff fahren. Ey. Bin ich auch gerade. Ich war Déjà-vu. Könnt ihr auch den Part jetzt beenden und im nächsten Part die ganzen anderen Nebenquests hier erledigen. Dann wird gar nichts passieren in 2-3 Parts verteilt. Bin ich nicht geil? Boah. Aber ich würde sagen, ich mache das dann so. Tut mir ja leid, aber das muss ja auch irgendwann mal gemacht werden. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Grace. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.